Ein sehr gern besuchtes Konzert ist mittlerweile der Philharmonische Frühling in Brunn geworden. Nicht nur die passende Musikauswahl, sondern vor allem die jungen Künstler tragen zur großen Beliebtheit bei. Ein Frühlingskonzert mit langer Tradition bereits. Ja, also sehr schön. Es kehrt nach 2 Jahren wieder zurück in den Festsaal. Jetzt ist es in die Kirche ausgewichen. Es freut mich sehr, dass wir hier jetzt fertig sind und dass wir die Kulturveranstaltung endlich wieder in unserem Brunner Festsaal veranstalten können. Wie spielt sich denn hier auf dieser neuen Bühne? Ich finde die Akustik, das ist ja für Musiker besonders wichtig, ist sehr gelungen. Und es macht sehr viel Spaß, auf dieser Bühne zu spielen. Und wir sind schon im 5. Jahr hier und wir freuen uns jedes Mal, wenn wir nach Brunn kommen können, als Gäste sozusagen. Und das Publikum ist auch schon ein Stammpublikum, also wir freuen uns sehr, wenn wir hier spielen können. Es ist der Philharmonische Frühling, der heute geboten wird, ein doch sehr anspruchsvolles Konzert. Ja, es ist schon etwas für die Klassikliebhaber und man muss sich schon für Musik interessieren, aber und man wird auch etwas gefordert und das ist das Schöne an Kultur. Kultur soll nicht nur sozusagen beglücken, sondern soll sich auch geistig ein bisschen anregen und ich glaube, das wird hier heute sehr gut funktionieren. Jetzt ist der Frühling tatsächlich heute eingetroffen, wettermäßig. Da passt also auch das Thema hervorragend dazu. Fantastisch und auch die Stücke dieser Schumann, den wir gerade gespielt haben, Schumann Quartett, ist auch ein sehr frühlingshaftes Stück. Also ich hoffe, das passt alles gut zusammen. Wie spielt man denn in einem Quartett? Das ist ja ganz, ganz anders als wie bei den Philharmonikern mit einem sehr großen Orchester. Das ist eine besondere Herausforderung. Besonders Quartett ist eine große Sache, dass man sich auf die anderen Musiker einstellt und es ist sehr transparent. Und die Literatur, die es für Streichquartett gibt, ist das Schönste, was viele Komponisten komponiert haben. Also das ist sehr gewinnend. Es ist ja eine junge Künstlergruppe auf der Bühne. Ja, und auch international erfahren. Also sie kommen aus Deutschland, haben Deutschland mitgespielt. Sie spielen, glaube ich, auch bei der Wiener Philharmoniker mit. Und daher, und ich glaube, die Jugend muss sozusagen auch das Geschehen ein bisschen in die Hand nehmen, damit nicht alles bei den Alten bleibt. Und da kommt immer frischer Wind hinein. Und das ist sehr, sehr positiv. Applaus